Herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Drewin und ich leite den Fachbereich Pflege. Mein Team und ich stellen Ihnen die Ausbildung zur Pflegefachperson vor. Es gibt viele gute Gründe, sich für eine Ausbildung in der Pflege zu entscheiden. Pflege ist verantwortungsvoll. Patientinnen und Klientinnen vertrauen der Pflegefachperson und ihrer hohen Fach- und Sozialkompetenz. Pflege ist herausfordernd. Durch ungewohnte Situationen und neuen Herausforderungen entwickelt sich die Pflegefachperson immer weiter. Pflege heißt Selbstständigkeit. Pflegefachpersonen arbeiten selbstständig. Durch ihre Fachexpertise und vorbehaltenen Tätigkeiten hat sie großes Gestaltungspotenzial. Die Ausbildung umfasst 3 Jahre und als Zugangsvoraussetzungen brauchen die Auszubildenden einen Realschulabschluss oder einen gleichwertigen anderen Schulabschluss. Als Empfehlung geben wir immer noch das Sprachniveau B2 dazu. Durch die Reform der Pflegeberufe haben sich die Rahmenbedingungen hin zu einer generalistischen Pflegeausbildung verändert. Es ist mehr als der reine Zusammenschluss der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Die Pflege ist im Wandel und das spiegelt sich auch in dieser Ausbildung wider. Bei uns an der Akademie erhalten die Auszubildenden am Ende der 3 Jahre den Abschluss zur generalistisch ausgebildeten Pflegefachperson. Die Auszubildenden lernen und arbeiten durch die neue Ausbildung in vielen unterschiedlichen Einsatzgebieten der Pflege. Zu diesen Einsatzgebieten und potenziellen Arbeitsplätzen zählen die stationäre Langzeitpflege, ambulante Pflege, die Kurzzeitpflege, Reha-Einrichtungen, die Tagespflege, Tageskliniken, die Pädiatrie, die Psychiatrie sowie in Kliniken. In der Ausbildung an unserer Akademie werden verschiedene Pflegesettings durchlaufen, damit wir die Auszubildenden bestmöglichst auf die Berufspraxis vorbereiten können. So wird angestrebt, dass verschiedene Einsätze im Krankenhaus, in der Langzeitpflege, dem ambulanten Dienst, in der Pädiatrie und auch der Psychiatrie absolviert werden. Die praktische Ausbildung umfasst 2500 Stunden. Neben den Einsätzen bei unseren Praxispartnern findet eine Begleitung der Ausbildung durch theoretischen und fachpraktischen Unterricht in den Schulungs- und Seminarräumen der Akademie statt. Die theoretische Ausbildung umfasst 2100 Stunden. In der Praxis lassen wir unsere Auszubildenden nicht allein. Wir als Dozenten und Dozentinnen sind stets präsent durch die Praxisbegleitung während der Einsätze. Hier an der Johanniterakademie wollen wir weg vom klassischen Bild des Frontalunterrichtes. Wir verstehen Lehren und Lernen so, dass die Auszubildenden mit uns eine Bildungspartnerschaft eingehen. Das heißt, uns sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten der Auszubildenden ganz wichtig. Sie können sich beispielsweise in der Auszubildendenvertretung einbringen oder auch im Projekt Grüne Akademie für mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sorgen. Generell schätzen wir Diversität in unseren Ausbildungskursen, denn idealerweise sollte später eben auch die Pflege ein Querschnitt der Gesellschaft sein. Wir haben die Möglichkeit, nicht muttersprachlich deutsche Auszubildende durch gezielte Deutschkurse zu unterstützen und dabei werden wir vom Fachbereich der Integration unterstützt. Durch den stetigen Wechsel aus Theorie und Praxis können die gelernten Inhalte sofort angewandt werden. Gleichzeitig haben die Auszubildenden die Möglichkeit, Erlebtes in der Schule zu reflektieren und zu vertiefen. In der Pandemie hat sich die digitale Lernplattform der Johanniterakademie bewährt. So waren Auszubildende und Dozierende stets in Kontakt und das Fortführen der Ausbildung wurde gewährleistet. Die Lernplattform wird sowohl als Unterstützung für den Präsenzunterricht genutzt, bietet aber auch die Möglichkeit eines virtuellen Kursraums und kann auch im E-Learning eingesetzt werden. Zudem bietet die Akademie Laptops zum Ausleihen und zukünftig auch Smartboards in allen Kursräumen. Neben den bekannten Bereichen wie der Langzeitpflege oder der Akutversorgung in einem Krankenhaus übernehmen Pflegende zukünftig eine wichtige Funktion im Quartiersmanagement. Und sie liefern wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Pflegeperspektive. Zusätzlich schließen sie Versorgungslücken, zum Beispiel überall dort, wo es Schnittstellen gibt, zwischen den unterschiedlichen AkteurInnen im Gesundheitswesen, zum Beispiel in der Form als Primärverantwortliche.
Fachbereich Integration ermöglicht es darüber hinaus, allen Auszubildenden in einem zweiwöchigen Auslandsaufenthalt über Erasmus Plus den Pflegeberuf in anderen europäischen Ländern kennenzulernen und zu erleben. Ich habe mich dazu entschlossen, eine Ausbildung bei der Johanniter-Akademie zu machen, auf Grundlage dessen, dass es dort viele erfahrene Lehrer gibt, die auch aus ihrem Berufsalltag erzählen können. Es gibt eine alternative Unterrichtsgestaltung. Man möchte nicht die ganze Zeit nur Präsenzunterricht von vorne frontal machen. Man geht in den Park, man nutzt andere Medien, besonders weil es auch bei den Johannitern mittlerweile sehr moderne Technik gibt. Das Besondere an dieser Ausbildung finde ich, gerade in der Berufsschule gibt es umfangreiche Themen, wie zum Beispiel Anatomie, Krankheitslehre, Pflege, rechtliche Grundlagen in der Pflege und den sozialen Umgang mit den Patienten. In der Praxis haben wir viele professionelle Praxisanleiter, die mir das praktische Arbeiten mit dem Patienten nahebringen. Am meisten gefällt mir bei der Ausbildung die vielfältigen Ausbildungsschwerpunkte, die Praxiseinsätze in jedem Bereich der Pflege, genauso wie der intensive Sozialkontakt mit den Patienten oder den Bewohnern und die Geschichte hinter jedem einzelnen Menschen, den man so kennenlernt. Mein Berufswunsch ist es, Pflegedienstleiter meines eigenen ambulanten Pflegedienstes zu sein. Nach meiner Ausbildung möchte ich ins Krankenhaus, dort als Pfleger arbeiten und dann, wenn es sich ergibt, noch Medizin studieren.